Im ungarischen Szeszeszvár geht es für die deutsche U21-Nationalauswahl endlich weiter in der Europameisterschaft. Und dabei gilt es, im Viertelfinale den Nachbarn aus Dänemark zu bezwingen. Und die DFB-Junioren, die fanden auch richtig gut rein in diese Partie. Die Elf von Stefan Kurz in den schwarzen Trikots, 20. Minute. Und die ganz dicke Möglichkeit für Berisha zum 1:0. Klasse, aber das Ganze herausgespielt. David Raum und dann Metscher mit einem überragenden Ball für Berisha, aber leider nicht das Tor. Stefan Kunz sprach von einer 50-50-Partie. Und was er damit meinte, zeigten die Dänen in der 23. Minute. Lindström vergibt die dicke Möglichkeit für die Dänen. Rein in den zweiten Durchgang, der war richtig unterhaltsam. Da war mächtig was drin. Jakob Brun-Larsen allein auf weiter Flur. Brun-Larsen findet seinen Meister in Mainz. Keeper Finn Dahmen. Die 68. Minute im zweiten Spielabschnitt. Dänemark definitiv das bessere Team. Fagir eingewechselt. Erstes Tor im U21-Trikot. Der erst 17-Jährige macht. 69. Spielminute. Bitterer Rückschlag für die U21-Auswahl. Doch die schüttelte sich in der Schlussphase. 88. Minute. Der Ausgleich. Lukas Metscher mit dem Treffer. 1:1, alles wieder offen. Unbewacht am zweiten Pfosten hält er den Fuß rein. Die Antwort auf die Frage, wer sich im Halbfinale mit den Niederlanden messen darf, die musste noch ein wenig auf sich warten lassen. 100. Minute in der Verlängerung. Johnny Burkhardt mit der Führung für Deutschland. 2:1, Spielsatz gedreht. Hat hier im Abschluss nach dieser Klassenflanke von David Raum etwas Glück, dass der Ball noch abgefälscht wird. Etwas weniger Glück hatte Minuten später der eingewechselte Lukas May. Es gab Elfmeter für Dänemark. Viktor Nelson gegen Finn Dahmen. Das Duell, alles wieder ausgeglichen. 2:2. Doch einmal wollten es die DFB-Junioren noch wissen. Johnny Burkhardt, 118. Minute. Burkhardt, Pfosten. Es half nichts. Das Drama ging ins nächste Kapitel. Da beide Teams unterm Strich sehr souverän unterwegs. 12 Elfmeter zu diesem Zeitpunkt schon geschossen. Dann das Duell Christiansen gegen Finn Dahmen. Und der Schlussmann vom FSV Mainz 05 macht's richtig gut. Die Tür zum Halbfinale, sie ist offen. Und Paul Jäckel hat jetzt die Aufgabe, das Ganze zu vollenden. Und er macht es auch. Die U21-Auswahl, sie steht im Halbfinale der Europameisterschaft. Am Donnerstag dann das Duell mit dem anderen Nachbarland, mit den Niederlanden.